Mein Opa, der hatte so viel Geld, der hätte den ganzen Flitter kaufen können, bequem. Aber der hat sein Geld in Aktien gehabt, in Bierbauereien und die sind pleite gegangen. Den hatte das verliehen. Und naja, das war alles nachher zum Lachen. Und dann, das Geld war irgendwie weg. Aber was übergeblieben ist, das war ein eiserner Kasten. Das haben wir dazu gesagt. Das haben wir dazu gesagt, zu diesem Kasten. Der hatte ein Patentschloss, das konnte man überhaupt als Laie gar nicht öffnen. Komm, lass uns hier erstmal trinken, bitteschön. Du hast. Du hast nicht richtig normal eingegossen, nicht gleichmäßig, wollen wir so mal sagen. Oh. Schmecken tut ja wohl, oder nicht? Gut, also, mit diesem eisernen Kasten, da waren 50.000 Reichsmark drin. Und die waren echt. Und die hätten sie die auf der Bank gehabt, hätten sie eine Aufwertung gekriegt. Aber das war ja, dem war ja nicht so. Und ich hatte diese richtig alten 100-Mark-Scheine. Und da sind wir hingegangen, waren die Kinder klein und ich habe mich erkundigt, wenn man die verkauft, immer noch Leute. Da sagt der eine, ja, also 4 D-Mark wird er mir dafür geben. Und da sagt mein Sohn, ach, verkauf das doch dafür, nicht? Den 100-Mark-Schein. Ich sage, dafür nehme ich den wieder mit. Und den habe ich immer noch, nicht? Dies ist meine Großmutter und das hätte der Erbe sein sollen. Der hat es nicht gekriegt, den haben sie nachher enterbt. Die hatten alles nur Töchter. Dies ist meine Mutter und das ist ein ganz niedlicher Hund. Das ist der Onkel in Potsdam. Der ist als Sanitätsrat. Also wir hatten ganz tolle Verwandte. Ja, wir konnten ja im ersten Heckengang, da waren ja 3 Heckengänge, ersten, zweiten, dritten, und da konnte man wunderbar spielen. Ich habe da Fahrradfahren gelernt in diesen Gängen. Wir haben da Verstecken gespielt. Weißt du, immer in diesen Garten ein, wo die Gartentüren sind, das geht ja ein bisschen denn so rein. Da konnte man sich ja herrlich verstecken. Ja, das war schön. Und wir hatten ja einen Hund. Ich habe mir ja so einen Hund gewünscht. Damals gab es noch gar keine Hunde, als ich den haben wollte. Nein, nach dem Kriege, da wurden die Leute ja kaum selbst satt. Die konnten sich keine Tiere zulegen. Mm. Und ich habe so geredet und ich habe den doch eingekriegt. Ja, und da musste man ja mit spazieren gehen. Ne? Und dann hatte man Kaninchen auf dem Balkon, hatten wir manchmal. Einmal hatten wir sogar 14 Stück auf dem Balkon. Und die Kaninchenställe waren so gelegt, dass das ablief, die Flüssigkeit. Und die haben wir jeden Abend dann mitgenommen, in den Garten gebracht. Ne? Und man ging nie, als ich Kind war, ging man nie so weg ohne eine Tasche. Und eine Sichel musste man mitnehmen, weil man musste doch die Kaninchen füttern. Und man Gras schneiden an den Rändern und so. Oh, und das war alleine schon schwer, weil das ja so viele Leute mussten. Und was war dann? Ja, dann haben wir die Gartenarbeit gemacht, da hatten wir ja auch immer zu tun. Und das eine Mal, das war ganz verrückt, nach dem Kriege hat man die Uhr, normalerweise wird die eine Stunde vorgestellt. Und in einem Jahr hat man die Uhr 2 Stunden vorgestellt und da wurde das gar nicht dunkel. Ach, das war schrecklich. Wann war das denn? Weißt du das noch? Das wird dann wohl 1947 vielleicht gewesen sein. Genau das Jahr weiß ich nur auch nicht. Und wir kamen um 23:30 abends nach Haus. Weil man geht ja nach Haus, wenn es anfängt zu dämmern. Ne? Und dann war es 23:30. Dann ging das ja immer darum, dass man ja sehen musste, dass man satt wurde, dass man kummelte oder dass einem irgendeiner was besorgte. Und wir hatten das Glück, mein Vater brachte englische Zigaretten mit. Und die waren ja heiß begehrt. Also für Zigaretten konnte man ja alles bekommen. Brotmarken, noch so schön. Und
dann hatten, der hatte in der Winkelhauser Kaserne, hatte, das Geschäft war ja kaputt, das haben wir erst wieder als Flachdach, also Flachbau, selbst aufgebaut. Ne? Das war zerbombt, mhm. da an der Vorderbrücke. Ne? Und was für ein Geschäft war das? Herrensalon, ja. Mhm. Und dann hatte der in der Winkelhauser Kaserne, hatte der einen Barbershop for Officers. Und dann hatte der manchmal so viel zu tun und dann bezahlten die am liebsten nicht mit Geld, sondern mit Zigaretten. Ne? Und für eine Zigarette rechnet man 8 Reichsmark. Das war mhm. vor der D-Mark-Zeit. Ne? Mhm. Und dann hatten sie damit bezahlt und wir mussten dann sehen, dass wir das Geld, wir brauchten ja richtiges Geld zum Leben. Ne? Und dann wohnte einer bei uns im Hause, der ist da jeden Abend, hat er die Zigaretten genommen, ist dann mit zum Bahnhof gefahren und hat pro Stück 8 Reismark gekriegt. Und, aber wir kriegten das nicht, wir waren ja froh, wenn wir weniger kriegten, aber der musste ja für seine Arbeit, für den Verkauf auch noch etwas haben. Ja. Naja, das war denn das, wo man sich so mit weiterhelfen musste. Ich guck da so freundlich. Ich habe jeden Tag da Frühstück hingebracht zum Geschäft. Und da gab es noch gar keine Thermoskannen. Ich bin da 8 Jahre gewesen in der Volkshochschule Belm. Und dann hatten die da ein Buch, das hatte jemand geschrieben, der aus der Wirtstraße kam. Der hieß Julius Wallmann. Und ich habe mir das Buch gekauft und dann bin ich da dran, das habe ich gelesen und dann bin ich da durch die Wirtstraße gelaufen, wo der wohnte. Der hat nämlich immer gesagt, nein, gesagt nicht, der hat geschrieben, dass sie da und da gespielt haben mhm. in dieser Tischlerei. Das gehörte einem Tischlermeister, der nur hinten seine ganze Werkstatt hat und am Bahndamm direkt. Und dann habe ich mir das Haus angeguckt und dann habe ich gedacht, ich habe nicht nur das Haus angeguckt, ich habe gedacht, wenn der da bei denen gespielt hat, wir durften bei Rehme spielen, die Bäckerei Rehme. Ne? Und die waren. Wo war die? Mellerstraße, nur bei uns direkt gegenüber, Wartenbergstraße, Mellerstraße Ecke. Ja, ne? ja. Da durften wir spielen, die hatten nichts dagegen, die haben uns Kinder in den Hof gelassen und das war so schön. Und zwar. Die hatten Flachdächer, da kommt man von einem Flachdach wieder eins höher, dann waren da Luken, dann konnte man da rein, wo die ihre Backzutaten lagerten. Und wir fanden das so schön, auf diese Dächer zu klettern. Ne? Und dann habe ich gedacht, alles das, was der, ich brauche das nicht mehr zu schreiben, das ist das wirklich das Gleiche, was der war nur etwas älter als ich, was der erlebt hat. Der hat das Gleiche, habe ich auch erlebt. Wir waren auf der gleichen Schule. Er war für Musik, hat sich sein erstes Klavier für 150 D-Mark gekauft. Das brauchte ich nicht. Ich hätte das vom Opa. Und dann, sein Vater war im Gesangverein. Meiner auch. Er war in 2, weil er so gut singen konnte. Die haben gesagt, Paul Bollmer, das war der Organist von hier gegenüber, mhm. von der Josefskirche, ne? So ein Dicker. Und der Vater von Paul Bollmer, der war am Dom, danach ist auch die Straße genannt und der hatte ganz viele Brüder, die sind alle ins Musikgeschäft gekommen irgendwie. Also dieser, der das Buch jetzt geschrieben hat, der hat das gleich erlebt und was noch verrückter war, der hat, ach so, sein Vater war Handwerksmeister und seine Eltern hatten nicht geklebt. Das war damals nämlich auch noch gar nicht üblich. Nicht geklebt? Ja, was heißt das denn? Das heißt, wenn man selbstständig ist, dann muss man selbst dafür sorgen, dass man hinterher eine Rente bekommt. Und die hatten aber nicht geklebt. Ja. Und meine hatten so viel Last, dass sie das nachgezahlt haben, dass sie überhaupt Rente bekamen. Ne? Und das war so schwer. Naja, jedenfalls, seine Mutter hatte so wenig Geld und dann hat er gesagt, er ist nachher Ingenieur geworden, der dieses Buch geschrieben hat. Ne? Und unsere Kunden, das waren die vom Medium TZ, die waren damals in sämtlichen, im Fernsehen traten die doch immer auf, die 3 Leute, das Medium TZ.
Und zwei davon waren bei uns als Kunde. Und er war mit dem einen, mit dem Henry, der da immer so viel Quatsch machte, der war ein bisschen ulkig. Das war, der, mit dem war er zusammen im Werk beschäftigt. Er war ja Ingenieur. Ja. Und aber persönlich kanntest du den gar nicht, sondern nur über diese über dieses Buch. Ja, aber die hatten ihr immer auch einen Garten. Wir hatten den im Fledder und die hatten den nach der anderen Seite zum Schülerberg hin. Also ich habe gedacht, und mit dem Gesang vor allem und mit allem. Und hinterher, als wir in der Humboldtstraße wohnten, da habe ich mit dem Pastor gesprochen und der hat mir von dem Wallmann erzählt. Da wohnte der, also hinter der Humboldt, wo wir wohnten, da gibt es noch so eine Parallelstraße, da wohnte der am Kloßhügel. Dann haben wir ihn eine Stunde erzählt. Ja. Dann hat er gesagt, was Sie alles wissen. Also ich wusste ja das Gleiche, was er, also was so passiert, das erlebt bei mir immer gleich irgendwie, ne? Und dann sagt er, ich hatte hier einen Bekannten, ich sag, du Bernie, wenn wir das Buch geschrieben hätten, das hätte dasselbe drin gestanden, habe ich gesagt, bloß es wäre lustiger gewesen. Ich habe das, wenn wir das geschrieben hätten, sagte ich zu dem, der kam auch da von der Müllerstraße, ich sag, das wäre lustiger gewesen. Also das war alles sachlich, alles ganz richtig, aber jedem liegt das ja nicht so. Und du hast 35 Jahre lang da an der Müllerstraße gelebt? Ja, und wenn wir da nicht eine Tante gehabt hätten, die Wohnungsbau, so eine Verwaltung gemacht hat, die hat uns dann eine Wohnung besorgt. Wir hätten die nicht gekriegt. Die wollten keine zwei Kinder damals. Die Kinder waren klein und die Verhältnisse waren wirklich ganz doof. Und dann mein Vater hatte ja dies als Flachbau, haben die das ja noch aufgebaut, mit dem Wößmann zusammen. Also die beiden, Hans Wößmann, dieser Omnibusunternehmer, der Busunternehmer, und wir. Und die hatten die andere Seite von diesem Flachdachbau da. Und dann sind dann noch zwei Zimmer hintergekommen und das war unsere erste Wohnung. Wir konnten echt keine Wohnung kriegen. Ah. Also die gab es nicht. Ja. Die haben doch ganz beschränkt gelebt. Ja, das waren die ersten Jahre. Und zwar hat die Marie Ese meinen Urgroßvater heiratete, hat die ein Kind mitgebracht. Und für das Kind, die war so als Angestellte in dem Haus, da sagte, was sagt man denn, früher gingen die in ein Haus, die jungen Leute, die haben ja keinen Beruf gelernt. Und da ist die bei einem, sag mal, die so Grabdenkmäler machen, so ein Marmorwerk. Da ist die in Stellung. Man sagte, die ist in Stellung. Mhm. Und von dem Sohn, das ist aber nicht für andere gedacht eigentlich. Ach so, okay. Und nein, das ist ja klar, da hat die Geld gekriegt. Also das weiß ich nur, weil meine Verwandten das erzählt haben. Und für 20.000, da konnte man früher unheimlich viel kriegen. Weil die Häuser, sagte meine Mutter zu der Zeit, als meine Mutter da mehr Ahnung davon hatte, wie viel die Häuser kosteten, da konnte man für 2.000 am Sonnenhügel, der Lerchenstraße und die Straße, da kosteten diese kleinen Häuser gut 2.000 Reichsmark. Das war damals ja als Reichsmark. Ne? Ja, und wenn man dann aber für ein Kind das Geld kriegt, das war sehr, sehr viel. Und davon konnten die, da haben die das Grundstück gekauft. Ach. Ja, aber das möchten die ja heute nicht. Also das Kind, ja. Das war unendlich. Ja. Und eine richtige Tante, die haben das ja genauer gewusst. Die wohnten damals in der Oslingstraße. Also, naja, ist egal, die haben das genauer gewusst. Und die hat das dann erzählt. Die sagten, dieses Mauerwerk, sagt sie, die hat das noch gekannt. Ich nicht mehr, das ist in der Süsterstraße gewesen.
Und da ist ein Marmorwerk gewesen. Da ist das gewesen. Aha. Und ich meine, das könnte man, wenn man da hinterher ging, ja noch rauskriegen. Ja. Ja. Ja, und da war das Geld da. Ist das nicht schön? Das ist doch schön, ne? Und dann hat die, ich weiß das ja noch nicht, jedenfalls hat die dann nachher meinen Urgroßvater geheiratet. Ja, und dann hat sie meinen Opa gekriegt und noch einen Jungen. Und ob die dann auch noch ein Mädchen hatte, das weiß ich nicht. Jedenfalls von dieser Marie Schwer habe ich die Geburtsurkunde? Ja, oder? Die habe ich. Das ist meine Urgroßmutter. Ach so. Die hat ja den geheiratet. Die hat ja einen Haf geheiratet. Vorher war die ja nicht verheiratet, als sie das Kind hatte. Ja, ja. Die hat den ja erst geheiratet, da hatte die das ja schon. Ja. Ja. Und ursprünglich hieß die Schwer. Die hieß Schwer, ja. Und nach ihr wurde die Schwerstraße benannt. Ja, nach ihr, weil die haben das ja der Stadt geschenkt. So ein richtig großes Grundstück aus dem Grunde, weil die das trocken, irgendwie konnte man das so entwässern, was weiß ich, wie, ob da ein Graben gemacht ist oder was weiß ich. Das war alles ziemlich sumpfig da, der Fledder. Ja. Ja. Und dann konnte sie da also mit dem Grundstück nichts anfangen und hat das der Stadt dann übergeben. Ja, so und die haben es dann entwässert. Die haben dann ja nachher für ihre eigenen, das sind ja alles die kleinen Häuser, wie dieses eine, waren das ja. Da haben die ja selber auch drin gewohnt. Ja. Ne? Ja, und dann haben sie ja, die hatte dann ja, wie war das denn, hatte ich? Ja, das dann gehörte mir, ja, gut, ist egal, ich weiß jedenfalls, dass Tante Rosa war das, die hat einen Kuhlmann geheiratet und der war Lehrer hier an der Teutoburger Straße und an der Teutoburger Schule und der hatte auch so ein schönes Klavier und der hatte auch ein Studierzimmer und hat mit sich selbst Stach gespielt. Das war so ein richtiger Einzelgänger und sparsam war der. Der gab eben für gar nichts Geld aus. Er ging nur einmal in der Woche zum Schachspielen und wenn ich da mal war, der konnte ja Klavier und Geige. Klavier spielen konnte der und früher konnte man auch leichter. Da war das Studium für einen zur Volksschule unterrichteten. Die sind ja so Grundlehrer. Ja, ja, Grundschullehrer. Das war, der ist 2 Jahre in seiner Ausbildung auf einem Lehrerseminar gewesen. Aha. Also die haben nicht stundenlang jahrelang studiert, nicht wie heute. Ja. Ja. Und dann kam ich da ja manchmal hin und dann hat er mir was vorgespielt. Ich habe das bewundert, wenn der sich hinsetzt. Er spielte mir was von Paul Linke, Glühwürmchen. Das war damals wohl ein ganz bekanntes Glühwürmchen. Kennst du das? Glühwürmchen, Glimmere, Glühwürmchen von Paul Linke. Also das waren so. Kannst du das singen? Glühwürmchen, Glühwürmchen, Glimmere, Glimmere, Glühwürmchen, Glühwürmchen, Schimmere, Schimmere. La, 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 la. Wir haben mit den Kindern, also mit meinen Enkelkindern, immer gesungen. Mein Mann hat vorne gesessen und gefahren und wir saßen hinten im Wagen und haben uns beschäftigt. Und dann haben wir immer gesungen. Oder wir haben auch zu Hause ganz viel gesungen und das aufgenommen mit dem Kassettenrekorder. Und Hausmusik. Hausmusik und haben wir aufgenommen. Und dann haben Lachen ist gesund. Es gibt ja Lachseminare und alles. Und dann haben wir immer gesagt, das brauchen wir gar nicht. Das kann man auch alleine. Und dann haben wir das Lied gesungen. Ja, ja, der Wein ist gut. Und dann haben wir gelacht. Dann sagte mein Mann, jetzt sind sie total verrückt geworden. Man kann sich in dieses Lachen reinsteigen. Ja, ja. So geht das. Da kommt was zusammen, findest du nicht? Ja, also die Wartenbergstraße wurde kanalisiert. Und dazu lagen diese riesen Röhren, die waren alle
so aufgestapelt, bis oben hin, bis zur Amelungstraße. Und einige von diesen Röhren waren ja umgefallen. Und das war richtig toll. Wenn es regnete, dann haben wir da drin gesessen, in diesen Röhren. Und dann, ich brachte immer meine Mundharmonika mit und habe da dann gespielt. Und das fand ich so lustig. Jedenfalls. Und seitdem geht das. Meine Mundharmonika geht noch. Und ich könnte bestimmt noch genauso blöde spielen wie damals. Thea, die haben immer noch eine Kunsthandlung. Ich fand das so schön. Und ich hatte mir ja noch ein paar zurückstellen lassen, die habe ich aber dann hinterher nicht mehr kaufen können. Man konnte sich doch gar keine Zimmer, man konnte sich keine Wohnung mieten, weil es ja gar keine gab. Ich zeige dir ja, und dann hast du keine Aussteuer, sondern drei Bilder. Aussteuer habe ich ja auch noch gekriegt. Das war ja nachher, war das ja auch noch wieder ganz, ganz tragisch. Als ich die fertig habe, ein bisschen Geld, dass ich aufhören wollte, jetzt zu arbeiten. Ich glaube, jetzt muss ich erst was trinken. Ja. Jedenfalls, als ich dann mich anmelden, wir wollten uns anmelden zur standesamtlichen Hochzeit. Und als ich da rauskomme, zu meinem Posten sagte man, ich arbeite als Direktrice. Und das finde ich so blöde. Ich möchte das nicht sagen. Und dann habe ich mir aus einem Frisierumhang, so einen Mantel, Frisiermantel, habe ich mir eine weiße Bluse genäht. Und dann war ich mit einkaufen, da bleibt die da an der Fleischtheke stehen. Sagte, wissen Sie was, ich kann Ihre Bluse, die kann ich nie bewundern. Und da habe ich so gelacht. Ich habe gedacht, die weiß ja gar nicht, was das vorher war. Ja, das hast du das recycelt. Das kannst du alle machen. Und dann fährt der mit mir ich fange noch einmal an irgendwann am Blue Bayou. Der landet da und werde ich erwartet. Guck mal. Wie, und das soll bei deiner Beerdigung gespielt werden? Das wird dann gespielt. Ja. Sie hat gesagt, sie spielen das. Arbeit, du. Aha. Siehst du das? Ja. Oh Gott. Hast du schon? Ja.